jemanden so gelangweilt auf dem Crosstrainer gesehen. Und jetzt mit dem Handstand. Ich habe mich ja die letzten Monate gehen lassen wie Sau und nichts mehr gemacht. Und meine Tante hat hier ein Fitnessstudio und Janosch ist demnach mein Cousin, der trainiert mich jetzt. Ich sehe in 4 Wochen aus wie ein Besenstiel mit Haare, ne? Ein roter Besenstiel mit Haare. Schulden Janosch hat mir versprochen, wenn er mit mir fertig ist, dann können wir mich mit Joghurtsoße einreiben. Dann wirst du auf dem Bottermarkt vor der Gemeinde posen und er sieht dann aus wie ein Besenstiel mit Haaren und ein paar Beulen. Ein roter Besenstiel. Roter Besenstiel. Wir müssen bei mir übrigens hier dieses Gummigelöt benutzen, das tut richtig weh und das ist viel zu viel Gewicht. Können wir das nicht einfach nur mit Stange machen? Nee, das funktioniert nicht, da sollte auch was kommen. Außerdem hast du ja Kraft in den Beinen. In den Beinen habe ich Kraft, hier. Guckt euch diese Muskeln an. Riesig am Angeben mit den Waden und dann hier ein Drachentattoo. Mir ist heute nicht gut drauf. Was? Mir ist heute nicht gut drauf. Wieso? Ah, mit dem Magen. Wie mit dem Magen? Ja, da möchte ich nicht drüber. Du weißt das, was das ist. Nee, weiß ich nicht. Jawohl. Nee, weiß ich nicht. Oh Mann, Reizdarm! Was? Reizdarm ist das. Liebe Zuschauer, mir ist heute wirklich nicht gut drauf. Wieso? Hör jetzt auf, Wilke, du bist gemein. Du weißt das schon seit Jahren, dass ich den hab. Wen? Den Reizdarm! Wird schlecht. Tausendmal fragt er jedes Mal nach. Was denn? Was denn? Die Zuschauer sollen doch wissen, was Udo McMuff, der Mann, der durch die Unterhose atmet, hat. Die Zuschauer werden gleich Mord live vor der Kamera miterleben, wenn Udo seine McMuff-Unterhose rausholt und dich erwürgt.